Ja, schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Ja, wir sind immer noch in Sarens Einrichtung, hier Forschungseinrichtung. Und hier oben ist scheinbar nichts. Oder doch? Oh, Moment, hier ist noch eine andere Tür. Wo kommen wir denn da hin? Ah! So ein Kommunikationsturm. Vielleicht gehen wir da mal hin. Feindberührung! Wo denn? Ach, da vorne. Puff! Puff! Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Ich habe es genossen. Wett? Okay, kann ich nichts machen, dann gehen wir mal da rein. Wobei, hier ist noch was. Nein! So. F5 geht. Wir gehen hier rein ins Labor. Könnte unser Ziel sein, oder? Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Okay. Also er ist zumindest nicht kaputt gegangen, also das kann man schon mal sagen. Aber ich glaube, dass unser lieber Shepard jetzt weiß, was er war. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VE-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern,
und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Porteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Porteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Das ist total strange, ja. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander, wir bekommen Ärger.
Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Das Ding ist Schrott. Befehle, Commander? Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Okay, ja, wir wissen ja, das ist kein Schiff. Das ist ein Reaper. Halten Sie sie aus. Was? Wo denn? Hä? Moment, wir gehen richtig. Wir müssen jetzt einfach nur. Ich hasse dieses. Geradeaus gehen, ne? Da ist doch die Bootstätte. Bootlabor. Ja. Ich denke mal, das wird schon so richtig sein, ne? Die geht kehren um. Shepard muss sich dem Ziel nähern. Vito, lassen Sie sie hier. Machen Sie einen Bogen um sie. Oh. Ja, ich nähere mich dem Ziel. Ist ja egal, wenn. Oh, ne? Klappen wir hier den Weg runter? So einfach macht ihr mir das. So schwer macht ihr mir das nicht. Ja, so einfach macht ihr mir das nicht, genau. Ich mach's mir selber schwer. Nein! Gucken wir mal. Ja, wir sind genau da, wo wir hin wollen. Wo sind wir? Da sind wir. Hier bekommen wir Brutstätten-Einrichtung. Ja, da wollen wir hin. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Normandie hinterlassen. Oh Gott. Alarm! So. Zack. Ja. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Gut. Dann deaktivieren. Achtung, sie sind uns gefolgt. Ich glaube nicht, dass ihr das hinkriegt. Jetzt bin ich bereit. Nein! Gute Arbeit am Geschütz, gut. Commander. Wir beginnen unseren Angriff auf das andere. Glaube, wir sind fertig, Commander. Ich glaube auch. Dann gehen wir mal in den Fahrstuhl rein. Machen wir das Schild mal weg. So, ich speichere mal hier wieder. Funktioniert auch die Zeit? Haben wir noch ein bisschen. Das ist das Geschütz. Wir müssen die Gate vernichten und die Sprengladungen anbringen. Oh nein. Warte. Gebiet gesichert. Gut.
So, Bootkästen. Da ist irgendwie die Landestelle. Das letzte Flugabwehrgeschütz. Und zum Flugabwehr. Ah, gut, da müssen wir da erstmal hin. Alles klar. Die Sprengladungen sind angebracht und bereit. Alle Mann auf den Boden und Kopf runter. Nee, noch. Woo! Gut gemacht. Achso. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Ja, wir müssen hier noch was erledigen. Oder nicht? Müssen wir hier doch nichts erledigen? Scheinbar nicht. Scheinbar können wir hier einfach rein. Okay, dachte, wir müssen noch was deaktivieren. Da passiert doch jetzt auch was. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit, Lieutenant. Gehen Sie zum Treffpunkt. Nein, Commander. Die Geht haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Captain Kirahe ist tot. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ. Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Hoch zum Flakturm. Los. Okay. War doch noch nicht alles. Wir wollen ihn hier haben und wir wollen sie hier haben. Wir können sie ja nicht mitnehmen, deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen anders agieren. Wir haben kein Zeitlimit. Da. Die Steuerung. Okay, ja. Funktioniert. Alle tot, alle tot. Moment, bevor wir da reingehen. Wo jetzt lang? Hier? Ja. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Chief, wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist bereits hier und spuckt immer mehr Geht aus, die Detonationsstelle überfluten. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir sie aufhalten können. Ich aktiviere die Bombe. Was zum Teufel machen Sie da, Williams? Ich stelle sicher, dass die Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie den Lieutenant und verschwinden Sie dann schleunigst. Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Fuck. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash.
Moment, ich habe hier gerade eine Message bekommen. Moment. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. So. Ja, wir werden jetzt... Moment, ich habe gerade mit einer Wirt. Ich musste noch kurz da schreiben. Ihr hört ja gerade, da bei Steam geht gerade die Party ab bei mir. Denn heute zu der Zeit wird was veröffentlicht. Ein Update zu einem Spiel, wo ein Kumpel von mir und ich mich schon mega drauf freuen. Und deswegen geht er gerade richtig ab, weil ich ihm das gesagt habe, dass heute das Update kommt. Beziehungsweise, dass sie jetzt gerade am Warten sind, ist der Server und das Update drauf spielen. Gehen Sie zu Normandy zurück, okay. Ich will zu Normandy zurück, Hilfe! Achso. Wäre voll schlimm, wenn das... Das ist beim Termin noch voll. Das habe ich eigentlich nicht erwartet, dass das passiert, aber... So. Wie ist wieder da? Ja. Wir werden den wahrscheinlich zurückgelassen und der wird sterben, aber dann ist das so. Wir müssen Verluste leider... damit müssen wir umgehen mit Verlusten, ja. Stirb. Du wirst... untergehen. Fuck. Du wirst nicht mehr leben. Ja, mach den fertig. Puff. Hier ist voll das geile Versteck. Puff. Wo muss ich die Bombe legen? Ach da. Ach nee, macht er automatisch. Oh nein, Zarin. Mein Applaus, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Eine eindrucksvolle Ablenkung. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Warum tun sie das? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Stimmt. Er ist ja im Endeffekt auch nur eine Marionette, ne? In dem Ganzen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann.
Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Sovereign manipuliert sie und sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Ist es jetzt der epische Bossfight gegen Saren? Ja, ist es wirklich. Aber nicht so, Saren. Das war's. Ja, vielleicht stirbt er nicht jetzt, aber zumindest haben wir ihn erstmal. Er flüchtet. Was für ein Spasti. Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Sie trifft keine Schuld, Williams. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für Sie entschieden. Es tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber Sie hätten mich nehmen sollen. Alenko war ein herausragender Officer. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mich zu opfern. Es war nicht Ihre Schuld. Und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung. Aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit,
um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Aylos. Die Röhre ist auf Aylos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Aylos zu gelangen. Okay. Wir müssen nach Aylos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Aylos. Dorthin ist Saren unterwegs und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Aylos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Naja, dann machen wir es eben so. Gut, das war's aber auch erstmal. Wir haben jetzt diese Mission auch erfolgreich abgeschlossen. Und wissen jetzt, erstatten Sie den Rat Bericht und warnen Sie vor, Saren anzugreifen. Das werde ich dann mal beim nächsten Mal gucken, wie wir das machen. Entweder müssen wir nochmal mit dem Rat sprechen oder wir müssen jetzt zur Zitadelle direkt nochmal hinfliegen. Also, das werden wir mal sehen. Zumindest machen wir das beim nächsten Mal. Wir sind hier erstmal fertig.